Krieg ist aber nicht das einzige Problem, das wir in Europa haben. Wir erleben in Frankreich gerade ein Atomdesaster. 29 der 56 Atomreaktoren sind technisch nicht mehr verfügbar und liefern keinen Strom. Das führt dazu, dass 19% weniger Atomstrom produziert wird als noch 2019. Seit 30 Jahren in Frankreich noch nie so wenig Atomstrom, weil sich gezeigt hat, dass alte Atomkraftwerke schlichtweg nicht mehr zuverlässig sind und auch durch den Klimawandel immer mehr bedroht werden. Das Ganze gipfelt jetzt darin, dass wir erkannt haben, Erdgas ist ein Problem, und wir haben erkannt, die Atomenergie ist weder zuverlässig in der Versorgung, auch noch unsicher. Und trotzdem, und das ist der schwarze Tag heute, hat das EU-Parlament eine Taxonomie beschlossen, in dem beides sozusagen aufgenommen wird. Und dieses Label der Finanzprodukte mit Atom und Erdgas ist sozusagen schlichtweg der größte Etikettenschwindel, der in Europa gestartet worden ist. Das ist wie wenn man auf ein konventionelles Lebensmittel ab sofort ein Bio-Label drucken will. Ja, das ist ein Etikettenschwindel, denn weder Erdgas noch Atomenergie ist nachhaltig. Ich freue mich, dass wir da in Österreich relativ klar sind, ja, und auch hier im Haus schon beschlossen haben, die Frau Ministerin schon eine Klage sozusagen vorbereitet hat und das auch einbringen wird, um gegen diese Taxonomie vorzugehen. Denn ich denke, das können wir uns nicht gefallen lassen. Jetzt muss ich noch zu dem Punkt kommen, nachdem das auf europäischer Ebene sehr schwierig ist, ist es noch viel, viel wichtiger, dass wir bei den Projekten, die in unseren Nachbarländern aus dem Boden gestampft werden sollen, noch viel vorsichtiger sein müssen. Und beim AKW Paks, das übrigens von Rosatom gebaut werden soll, also wieder einem russischen Unternehmen, das dort Einfluss nehmen will, und das auch noch finanzieren will, auf einem Standort, auf dem die Erdbebenbruchlinien durch den Baustandort gehen. Und für mich war das ganz wichtig, denn heuer hat Ungarn das Standardgutachten für dieses Kraftwerk noch einmal genehmigt, obwohl Österreich hier die Bedenken wegen der Erdbebenbruchlinien ganz klar angemeldet hat, hat man sich dort drüber hinweggesetzt. Und das war für mich ein großer Anlass, hier nochmal zu zeigen, so kann es nicht gehen, dass Atomkraftwerke auf Erdbebenbruchlinien gebaut werden. Jetzt wissen wir schon, die sind schon im Krieg nicht sicher, aber auf Erdbebenbruchlinien sind sie dauernd unsicher. Und deswegen müssen wir da vorgehen. Und deswegen habe ich auch die Kollegen und Kolleginnen aus den anderen Fraktionen eingeladen, diesen Antrag gemeinsam zu machen und hier nochmal ganz klar zum Ausdruck zu bringen, dass dieses Kraftwerk nicht zielführend ist. Ja? Abgesehen davon, dass wir heute noch gar nicht wissen, wie viel Wasser die Donau in 20, 30 Jahren noch runterfließen wird und ob das überhaupt das Kraftwerk noch kühlen wird, weil wir haben heute auch erlebt, die Gletscher werden immer weniger, das wird auch die Wasserführung leider Gottes auch noch Ausführungen haben. Das sind Projekte, die auch für den Klimawandel nicht angepasst sind und die helfen uns nicht, die werden durch den Klimawandel bedroht, und deswegen freut es mich sozusagen, dass dieser Antrag gegen das AKW Paks hier von den Fraktionen auch unterstützt wird, und möchte mich da nochmal bedanken. Danke. Heute ist ein schwarzer Tag für die Energiepolitik in Österreich. So würden auch etwa in Frankreich derzeit 29 Atomreaktoren keinen Strom liefern, weil die Atomkraftwerke zu alt seien. Martin Litschau von den Grünen erklärt, dass sich die Grünen sowie auch alle anderen Fraktionen gegen den Bau zweier neuer Reaktorblöcke des AKW Paks 2 aussprechen. In der aktuellen Debatte geht es nämlich darum, dass die Abgeordneten die Regierung auffordern wollen, dass sie sich mit allen verfügbaren rechtlichen, politischen und diplomatischen Mitteln sowohl auf EU-Ebene als auch auf zwischenstaatlicher Ebene gegen den Bau von Paks 2 in Ungarn einsetzen sollen. Dieses Atomkraftwerk hätte auch potenzielle Konsequenzen und Gefahren für Österreich.